Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Scorched Earth. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Skorpion. Oh, da ist ein Arthroplura. Die geben Chitin, aber die könnten böse meine Rüstung zerstören. Okay, dann gibt es die hier jetzt also auch an Land, wollte ich schon fast sagen. Also nicht nur in Höhlen. Ich meine, irgendwie hier war eine Titanoboa. BTF! Was ist das denn? Oh nein. Kommt hier etwa dieser Sandwurm. Okay, wartet mal. Nicht, dass er mir das ständig hier wegfrisst. Disable. Und disable. Okay. Jetzt können wir weiter. Weil es gibt hier ja so einen Sandwurm. Ich weiß auch nicht mal, ob man den zähmen kann. Ich habe irgendwie die Befürchtung. Dass der hier kommen könnte. Befürchtung habe ich wirklich. Ich frage mich, oh Gott, wenn er einmal aus dem Boden hier schießt, ne, dann. Ich habe tatsächlich gerade etwas Panik. Aber der ist ein Skorpion, den brauche ich eigentlich. Was das da auch ist. Das sieht cool aus. Ich denke mal, es ist nur Deko. Ich denke jetzt nicht, dass ich da drin irgendetwas. Seht ihr das da hinten? Moment, warum wirbelt da so der Sand auf? Ist das einfach so von dem Wind? Tatsächlich. Hier sind die Viecherchen. Dungbeetle. Da sind Dingensbummenskirchen. Gottesanbeterinnen. Drei Stück. Möchte ich hier eigentlich gerne eine mitnehmen. Also ich habe echt ein bisschen Angst, dass der gleich so irgendwie der Sandwurm aus dem Boden schießt und das muss ja eigentlich nicht sein. Das ist jetzt ein Problem. Okay, die Wüste bietet sehr viel. Oh, der sieht schon geil aus, ne? Der sieht richtig geil gut aus. Habe ich hier nicht vielleicht noch abseits irgendwie so eine Gottesanbeterin? Ich will jetzt nicht. Wow. Der gezähmt, ne? Falls das halt geht. Ich könnte mir vorstellen, dass es geht. Na, da ist der Arthroplura. Wow. Einfach nur wow. Ja, da dreht er jetzt natürlich seine Kreise. Oh, ich habe hier echt Angst, dass der sowas aus dem Boden schießt. Oh, jetzt sitzt der da. Boah, ist der
schon gewaltig, ne? Boah, wie geil sieht der denn aus? Aber ich glaube, der macht mich mit einem Schlag fertig. Ich möchte da eine Dingens hier mitnehmen. Oh, jetzt sitzt er da ganz gechillt. Will haben? Ich habe nur die Befürchtung, das könnte zu einem Problem werden. Ah, jetzt haben die sich separiert. Oh, wartet, wartet, wartet. Ich muss nochmal kurz... Boah, sieht der Hammer aus. Moment. Ich muss nochmal kurz gucken. Passiv. Besser ist es. Oh, sieht der Hammer aus, ne? Das ist ja... Oh Gott, ich will ihn. Nur wahrscheinlich mit meinem jetzigen Equipment. Hi. Oh mein Gott. Was geht mit dir? Oh, Hilfe. Oh Gott. Könntest du unconscious werden, bitte? Alter. Inventar? Irgendwie? Ich kann nicht ins Inventar zugreifen. Muss man die anders zähmen? Kann man die nur passiv zähmen? Zum Beispiel mit, Bug Repellent? Weil ich komme nicht in das Inventar. Alter, die hat mich förmlich angefallen! Ich fürchte fast leider. Ich komme nicht ins Inventar. Nee. Okay, ich niete die mal lieber um. Alter, die springen einen richtig an. Oh, Metallsichel. Cool. Noch eine Pike. Ergibt jetzt Chitin, zufälligerweise. Und Organic Polymer. Okay, interessant. Wo bin ich denn hier jetzt überhaupt? Hm, ziemlich weit nach da. Vielleicht... Aua! Oh Gott. Oh shit, shit, shit. Das ist... Oh, die Eisgeier, ja. Eisgeier vor allem. Oh, shit. Die sind ja hardcore. Nein! Nimm die Pike. Wie viel hält er bitte aus? Oh mein Gott. Einen haben wir noch. Den anderen haben wir verloren. Wow. Okay, die Aasgeier können echt zum Problem werden. Die können aber sowas von zum Problem werden. Und vielleicht muss man die... Ob man die passiv zähmen muss? Ich werde jetzt erstmal wieder zurückgehen. Ich habe erstmal Chitin und alles, aber... Oh, der Drache, ne? Den würde ich so gerne haben. Jetzt muss ich mich erstmal auf den Weg zurückbegeben, weil... Wow! Oh, da sind Motten. Und da flog ein Morapel... Nicht Morapel. Wie komme ich auf Morapel?
PDF. Da ist aber auch ein Raptor vom Himmel geflogen. Mehr oder weniger. Wow. Okay, ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, vielleicht, weil, dass sie eine Passivzähmung sind. Also, ich habe im Trailer gesehen, dass man sie reiten kann. Aber im Dossier war das ja eh fraglich. Vielleicht muss ich mir mal noch, das Dossier anschauen. Das habe ich bislang noch nicht gemacht. Aber die Ausgeier können echt gefährlich werden. Aber wie gesagt, interessant, dass sie eine Passivzähmung sind. Welches Level bist du? Konnte ich jetzt gerade leider nicht so schnell sehen. Okay, kurz hier. Wow! Ist ja gut, ist ja gut. So. Hey, welches Level bist du? Na, 16. Und du? Würdest du dich einmal für mich setzen? Du hast ja auch eine coole Musterung. Lass mich dich angucken. Oh Gott, da ist gerade ein Arthroplura an mir vorbeigeschlängelt. Lass mich mal kurz gucken. 24, okay. Eiskalt ein Arthroplura an mir vorbei. Oh Gott, da ist ein Raptor. Okay, jetzt heile nach Hause kommen. Da müssen wir noch unserem unserem Arschgeier noch einen Namen geben. Welches Level bist du? 16. Da oben ist noch einer. Ja, bleib da sitzen. Nicht in die Luft erheben. Ich möchte dein Level ansehen. Ah, 12. Nein. Nicht wirklich. Ich glaube, wir sind auch gleich tatsächlich schon da. Aber Wasser ist hier echt ein Problem. Halleluja. Aber wow, denn in der Wüste da. Also ich muss mir echt nochmal das Dossier von den von der Gottesanbeterin angucken, weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich im Trailer gesehen habe, dass man die reiten kann. Aber ich glaube, das war irgendwie sonderbar mit denen. Und ich möchte da so einen stacheligen Dingensbummens haben. Hallo Rex. Das war da eben für ein Schweif. Titanoboas. Da sind sie. Da sind die kleinen Süßen. Hallo. 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 BTF. Da sind sie.
bin ich jetzt eigentlich? Da sind sie. Aber mit mehreren. Und noch ein, und noch Wölfe, na geil. Aber der da unten. Den könnte ich probieren. Hast du da eigentlich noch die... Ich könnte es versuchen. Dürfen mich nur die nicht sehen. Ich muss aber ziemlich nah ran. Weil den will ich mir eigentlich nicht entgehen lassen. Ich müsste nur auf die eine Titanoboa Acht geben. Ach, wenn ich jetzt wüsste, welches Level da ist, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, die könnten reinhauen. Und ich habe Angst, dass er mir das wegfrisst. Wo ich ihn eigentlich schon disabled habe. Ich mach mal. So. Das ist meine erste alleine. Na gut, mit der Titanoboa zusammen. Ich bräuchte jetzt das Level. Hallo, Matti. Oh, ich glaube, die werden mich zerfetzen. Welches Level? 4. Okay, nein, du nicht. Okay, was bist du? 12, okay, auch nicht. Okay, die machen aber auf jeden Fall Gift. Habt ihr irgendetwas Interessantes? Aha, die geben auch Keratin. Gut zu wissen. Na gut, ich werde jetzt aber... Muss ich jetzt erstmal gerade... Das Organic Polymer brauche ich auch nicht. Wahrscheinlich brauche ich es später. Dann ärgere ich mich. Aber jetzt erstmal ist es okay so. Ja, dann versuchen wir ihn. Ich muss nur noch die Titanoboa aus dem Weg räumen. Komm her. Weil die schlängelt sich sonst hinterrücks an mich ran. Okay, aber dich möchte ich haben. Ich muss dann nur echt auf die Titanoboa Acht geben. Ich hoffe nur, dass er vielleicht ein bisschen ein höheres Level hat. Oh, wow! Ich glaube, mit denen ist nicht zu spaßen. Ich befürchte nur, es ist nicht ganz so ein hohes Level, wie ich es gerne hätte.
Nee. Zwölf. Na, schade. Du bist aber ganz sicher ein Raw Meat Verfechter. Wusste ich's doch. Pike! Okay. Wusste ich doch, dass sie sich heimlich anschleicht. Oh, meine Rüstung ist so derbe im Arsch. Schade, dass es nur ein Zwölfer ist. Es wäre perfekt gewesen. So ein guter Punkt. Um. Zu zähmen. Na gut, er hat Fleisch, er ist versorgt. Es darf nur nicht irgendwie noch was vorbeikommen. Das wäre nicht so schön. Wie der Rex oder so, oder der Raptor, der da ist. Oh mein Gott. Ich habe gar nicht gesehen, dass mein Torpor da jetzt doch so hoch ist. Aber gut, die geben Gift. Dann hatte ich noch die Titanoboa. Dann kam alles zusammen. Aber trotzdem scheint es okay zu sein. Ich hoffe, wie gesagt, jetzt nur, dass er Fleisch, wie gesagt, isst. Und nicht, dass sein Torpor irgendwie jetzt schnell runtergeht. Aber ich bin gleich wieder wach, das ist gut. Das ist gut. Dann kann ich nach ihm gucken. Okay. Uah! Okay. Ja, er ist ein Fleischfresser. Eindeutig. Okay. Ja, cool. Ich würde sagen, wir waren schon sehr erfolgreich. Aber wie gesagt, mit der Gottesanbeterin. Da muss ich echt noch mal gucken. Und, wie sagt ihr, auch mit dem Drachen, aber jetzt denke ich erstmal nach Hause. Und dann ja auch auf jeden Fall einen Sattel für die machen. Thorny. Thorny Dragon Saddle. Okay, die muss man wohl irgendwie. Smithy? Ja, Smithy. Okay. Boah, dann haben wir viel zu tun, wenn wir zurückkommen. Wir haben jetzt zwar noch keine. Keine heftigen. Vom Level her, sage ich jetzt mal. Also das ist noch alles überschaubar. Aber mir ging es jetzt auch erstmal darum, es ist neu. Man will gucken, was die so können und hast du nicht gesehen. Und ja, da reicht mir auch ehrlich gesagt erstmal ein Low Level. Um die halt erstmal zu bestaunen. Ach. Skorpion lässt grüßen. Ich glaube auch, wer. Ja, ich denke mal da oben drauf, glaube ich. Da ist noch ein Raptor, da müssen wir drauf Acht geben. Genauso wie auf den Skorpion. Hier sind echt viele Prokoptodons auf The Island, die Map. Da suche ich ständig Prokoptodons. Da habe ich echt Pech mit denen. Und hier an jeder Ecke. Oh, das sind wieder die kleinen Süßen hier. Oh. Die haben echt eine schöne Färbung hier. Hm. Warte mal. Oh, sorry, jetzt habe ich dich auch noch mal geschlagen. Es tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. Aber der ist von der Farbe her so süß. Den kann ich nicht hier lassen.
Das geht nicht. Hoppala. So. Und du kommst somit. Okay. Dann könnten wir das nächste Mal fliegen. Und ich guck mal, ob ich irgendwie was finde wegen... Nein. Wegen... Hier sind ganz viele. Wegen dem Wasser. Wasser sage ich jetzt schon. Wegen Gottesanbeterin und dem Drachen. Wo ist eigentlich... Wo ist Vulture? Wieso klebt er denn da noch? Bist du überladen? Weil du so viele gefressen hast? Weil du mir da alles weggenommst hast? Müssen wir mal gucken. Ja. Ja. Hast du? Gottes Willen. Gut, dass mir das noch aufgefallen ist. Er hat viel zu viel dabei. Konnte das Maul nicht voll bekommen, ne? Gib mir mal noch das, das, das und das. So. Okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwer fehlt in unserer Gruppe. Jetzt ist er natürlich nicht so schnell. Das und das. Das. So. Okay. Oh, und hier ist so ein weißer. Ah, die Färbungen sind echt schön. Da kann man nichts zu sagen. Vielleicht muss ich mir auch mal irgendwann Fleisch braten. Dass ich nicht nur von Beeren lebe. Ja, jetzt sind wir aber vollständig. Oh, ich finde, wir waren schon super erfolgreich. Außer, dass es hier ein bisschen laggt. Aber ist okay. Ja, dann hätten wir noch da... Ist das die Gottesanbeterin? Den Drachen. Und die Folge ist viel zu lang. So, aber ich glaube, wir müssten nicht mehr weit weg sein. Oh. Nein, das haben wir wirklich nicht. Wie gesagt, ich hätte natürlich schon gerne höher gelevelte genommen. Aber... Was nicht ist, das ist nicht. Dann werde ich halt demnächst einen Sattel machen. Ich muss nochmal Metall holen. Fliegen und hast du nicht gesehen. Oh. Wenn du hier schon gerade mir Öl bringst, dann nehme ich das natürlich auch. Okay. Das ist immer noch mit dem Vulture, finde ich sehr interessant. Na, natürlich haben sie uns den Hochgelevelten weggenommen. Okay. Mail. Auch Mail. Na, schade. Oh Gott, die sind so
knuffig, ne? Na gut, dann würde ich sagen, war's das erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und beim nächsten Mal, wie gesagt, gucken wir erst nochmal wegen den Sätteln und wie gesagt, was sie überhaupt können, werden fliegen und ja, dann schauen wir weiter. Also, bis dann.